Hey ho, in diesem Video zeige ich euch einen Bildschirm, der mehrere Farben darstellen kann, also nicht zum Beispiel nur leuchten kann oder nicht leuchten kann oder mit einem Piston, also wo die Blöcke halt ausgefahren sind oder nicht durch Pistons, sondern bei diesem Bildschirm werden die Blöcke selbst halt umgeändert mit Hilfe von Command Blocks. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das erstmal nur für diesen einen Pixel hier unten gemacht, aber theoretisch kann man das ja für jeden anderen Pixel auch machen. So sieht das dann aus. Ich kann jetzt hier diese Farben halt auswählen. Das jetzt erstmal mit Metallblöcken gemacht oder halt Emerald und Diamond, weil es halt erstmal vom Code halt am einfachsten geht. Ich würde es zuerst mit Wolle machen, aber bei Wolle ist das ja ein bisschen das Problem, dass man die mit Zahlen nicht klar definieren kann oder auch halt nicht mit mit Wörtern. Denn der Command Block arbeitet mit diesem Befehl, dem Set Block, dann die Koordinate, dann Minecraft und dann Emerald Block. Wenn ich da einfach nur Wool eingebe, geht das auch, aber dann kann ich irgendwie nur Weißwolle da festlegen. Und mit der Farbe kann man das noch gar nicht einstellen. Vielleicht kommt das später, aber zum jetzigen Zeitpunkt geht es halt nicht. Jetzt kann sich auch denken, dass man hier, wenn man jetzt mehrere Farben hat, ich glaube es gibt insgesamt 16 Wollefarben, dass man hier verdammt viele Blöcke braucht. Jeder hat halt ein Stück weit anderen Code, wie man sich sicher denken kann. Und ja, der Bildschirm selber wäre dann natürlich schön ein Block tief. Und je nachdem, wie groß man ihn haben will, kann man dann die Auflösung dann verändern. Wie gesagt, das Gute ist halt, dass ein Pixel nur wirklich ein Block groß ist und nicht, wie man das kennt, 2x2 Blöcke oder 3x3 Blöcke. Jo, das wollte ich euch kurz zeigen. Ich hoffe, das konnte euch helfen. Und vielleicht gibt es ja Leute, die auch Lust haben, ein größeres Display zu bauen als ich, weil mich hat das hier schon ein bisschen aufgeregt. Also Copy und Paste ist natürlich eine Sache, aber man muss trotzdem hier immer ein bisschen was austauschen. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.